kann man dieses Jurastudium ganz ohne Knacks überstehen? Möglich? Wahrscheinlich. Willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer es noch nicht getan hat, ihr könnt gerne den Kanal kostenlos abonnieren, falls ihr Bock habt auf mehr Jura-Content mit guten Vibes. Warum die so wichtig sind, werden wir heute wieder besprechen. Abo kostet euch nichts und macht mir ganz viel Freude. Vielen Dank. Ich melde mich hier einmal kurz bei euch aus meinem Urlaub. Sieht nicht so aus, weil ich offensichtlich in meinem Büro sitze, aber ich unterbreche meinen Urlaub natürlich gern, damit ihr jede Woche ein Video habt. Deswegen kommt hier kurz ein Update und es hat auch einen Zusammenhang. Ich bin ganz stolz, ich habe es geschafft, 5 Werktage am Stück nicht zu arbeiten. Das ist Rekord. Also wirklich ohne, dass ich irgendeine Akte angeschaut habe, nicht die Post, ich bin nicht angerufen worden, notfallmäßig aus dem Büro. Der Rekord lag vorher bei 2 Werktagen. Also die Messlatte lag nicht besonders hoch, trotzdem bin ich stolz, dass es geklappt hat. Und wenn ihr jetzt das Video schaut, es ist Sonntag, dann habe ich immer noch Urlaub und bin glückselig. Gefällt mir, bin auf den Geschmack gekommen, jetzt mit gutem Team soll es möglich sein, dass ich das ab und zu mal mache. Zumindest auf das gesetzliche Minimum möchte ich mal kommen. Und wieso labere ich so viel über meinen Urlaub? Es hat eben diesen Zusammenhang, dass ich die ersten Tage damit verbracht habe, alte Studien- und Referendarsfreunde zu besuchen. Ich war in Regensburg und in Nürnberg und es war wunderbar. Und in dem Zusammenhang, was macht man da? Natürlich spricht man so, wie geht's der heute, was macht der jetzt und so weiter. Und dann spricht man über die gemeinsame Zeit, die man so erlebt hat. Und schon auch echt drüber, wie absurd das irgendwie war. Also mir ist es schon bewusst, aber so krass hatte ich schon lange nicht mehr präsent. Wenn man dann so einzelne Anekdoten hört von verschiedenen Leuten, wie unnötig negativ das Studium oft ist und was das mit den Leuten tatsächlich teilweise macht. Ich mache jetzt einfach mal eine Triggerwarnung vorneweg. Wenn ihr mich zwischendurch ein bisschen schmunzeln oder lachen seht, versteht das bitte nicht despektierlich oder so. Ich will mich nicht lustig machen über dieses Thema. Im Gegenteil, ich möchte Bewusstsein schaffen dafür, dass das wirklich auch an die Nerven und an die Psyche gehen kann, dieses Studium. Und das bei ganz, ganz vielen Leuten, auch Leuten, die schon recht stabil in das Studium gehen und auch grundsätzlich eine gefestigte, ja, ich weiß nicht, wie sagt man da, jetzt nicht sehr dazu neigen, dass sie leicht irgendwie sich aus der Bahn werfen lassen. Aber auch den Leuten ist das passiert teilweise. Deswegen möchte ich da heute ein bisschen drüber sprechen. Aber ein bisschen darf ich es mit Humor machen hoffentlich und ein bisschen überspitzt mit Augenzwinkern. Ich hoffe, ihr kennt inzwischen meinen Humor. Das Thema scheint mir auch recht aktuell zu sein. Ich vermute, dass einige von euch vor kurzem Examensergebnisse erhalten haben. Zumindest habe ich einige Nachrichten auf Instagram bekommen von Leuten, die zwar bestanden haben, aber vielleicht nur knapp oder schon okay bestanden haben, aber halt nicht so gut wie gewünscht. Aber leider auch von einigen, die durchgefallen sind. Manchmal Freischuss, manchmal der scharfe Versuch und teilweise so haarknapp. Und die sich da ein bisschen wiedergefunden haben in meiner Geschichte. Ich hatte euch ja mein, ich kann es nochmal verlinken vielleicht irgendwo, mein Video zu meiner Examensgeschichte. Also ich kann es sehr gut nachfühlen, Freunde. Ich fühle mit euch. Das ist keine besonders schöne Zeit, auch wenn es das vielleicht schon sein sollte, zumindest für die, die ja bestanden haben, aber nicht mal die sind ja dann glücklich. Und das ist so ein bisschen der Punkt, worauf ich heute raus will. Es wird ein wirres Video, glaube ich. Es ist heute nicht geskriptet. Hallo Urlaub. Aber ich möchte euch meine Gedanken dazu einfach ein bisschen ungefiltert wiedergeben. Auch die Leute, die bestanden haben, sind deswegen ja nicht glücklich, sondern die hadern dann mit sich mit dem Ergebnis. Oder vielleicht fühlt sich der ein oder andere ertappt, vielleicht ist man ganze 5 Sekunden glücklich drüber, oh ja, ich habe bestanden, und dann fällt einem ein, kommt ja noch das zweite Examen. Gibt da ganz wenig Zeitfenster, wo man wirklich mal erleichtert, befreit und glücklich ist, sogar wenn man eigentlich bestanden hat und sogar wenn man gut bestanden hat. Und jetzt komme ich ein bisschen zu diesen Anekdoten, die ich wieder gehört habe. Ich habe so meine Erfahrungen gemacht und in meinem Umfeld kenne ich auch die Geschichten. Aber jetzt habe ich mich mit Leuten getroffen, die wiederum mit Leuten zu tun hatten, mit denen ich nichts so zu tun hatte. Und auch die haben berichtet, wie psychisch fertig man teilweise ist nach diesen Prüfungen, wie man sich als Versager fühlt, obwohl man es ja geschafft hat, aber man ist nie gut genug. Und man kriegt von allen Seiten dann irgendwie vermittelt, das reicht ja für nichts. Man ist ja dann trotzdem nichts. Was will man denn damit werden? Viel kann man damit werden. Auch mit 4 Punkten habt ihr was geleistet. Das heißt, alle unter euch, die gerade bestanden haben, aber traurig sind, dass es nur 4-0 sind. Es ist eine Leistung, das zu schaffen.
Das ist es wirklich. Es gibt so viele, die dieses Studium anfangen und überhaupt nicht zu Ende machen. Vielleicht auch aus guten Gründen. Muss ja keiner zu Ende machen. Und wenn man es dann geschafft hat, auch wenn es nur mit 4,0 Punkten ist, ist es eine Leistung, auf die man auch bitte ein Stück weit stolz sein muss. Ihr könnt immer noch versuchen, einen Verbesserungsversuch zu schreiben. Aber das muss man bitte anerkennen. Und jetzt ist es ja wahrscheinlich nachvollziehbar, dass die hadern mit dem Studium und Probleme haben zu bestehen, dass die etwas gebeutelt sind am Ende. Aber das ist nicht so. Und das war mir nicht so krass bewusst, dass auch die Kandidaten, die ein Bombenexamen geschrieben haben, am Ende aus der mündlichen Prüfung kommen und sich wie ein Versager fühlen. Warum ist das so? Es wird einem so vermittelt. Man kriegt das Gefühl, die Prüfer gehen einen so hart an und rollen die Augen und behandeln einen, als wäre man ein Vollidiot. Das, ja, ich würde gerne näher darauf eingehen, aber ich halte mich jetzt zurück. Es ist wirklich krass, wie mit einem umgegangen wird, wo man ja gut war, aber man fühlt sich hinterher nicht mehr so, als hätte man irgendwas Gutes geleistet. Allein die Examensvorbereitung, das Lernen über diese vielen Monate, teilweise Jahre, ist zermürbend. Die mündliche Prüfung kann einen zermürben, eben je nachdem, wie man da angegangen wird. Dann gibt es ja noch so Verrückte, die schreiben freiwillig nochmal den Verbesserungsversuch. Echt Hut ab an alle, die das machen. Ich hätte die Energie nicht. Ich musste einmal, zweimal schreiben, aber freiwillig hätte ich es nicht, glaube ich, nicht gemacht. Das ist so anstrengend. Und all das zusammen dann mit diesen permanenten negativen Kommentaren von Dozenten kann ich mir nicht erklären. Vielleicht könnt ihr das. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr habt gerade euer erstes Staatsexamen bestanden. Vielleicht fühlt ihr gerade 5 Minuten sowas wie Glück, dass ihr was erreicht habt, bevor euch einfällt, ihr müsst das zweite noch machen. Also tun wir mal so, ihr habt bestanden und fühlt euch glücklich und geht zu eurer Examensfeier. Und dann hält eine Lehrkraft eine aufbauende Rede und leitet erstmal ein mit den Worten: Sie sind an einem Punkt in ihrem Leben, in dem die Optionen nur noch weniger werden. Natürlich kann man das sagen, ist ja was dran, aber muss man halt auch nicht, oder? Das sind lauter so Kleinigkeiten, wo ich mich frage, wieso? Man hätte ja auch aufbauendere Worte wählen können, man hätte gratulieren können und aufzeigen können, was man jetzt alles damit machen kann, wenn man jetzt ein abgeschlossenes Jurastudium hat. Das ist eigentlich eine coole Sache, aber man kann alles so krass negativ darstellen, dass sich halt keiner mehr gut fühlt, irgendwie. Kann man machen, muss man aber nicht. Also ich habe schon den Eindruck, persönlicher Eindruck, ich habe keine Studie drüber, dass so ziemlich jeder in irgendeiner Art und Weise gebeutelt ist nach diesem Studium. Die einen mehr, die anderen weniger, auf unterschiedlichste Art und Weise, aber es gibt eigentlich kaum jemanden, der nicht sagt, das war schon krass. War echt krass. Manche träumen heute noch davon, manche werden es nie ganz los, dass sie an irgendeinem Punkt vielleicht gescheitert sind in ihren Augen, wie auch immer das dann aussieht, ob sie es jetzt gar nicht geschafft haben oder halt nicht so, wie sie es wollten. Manche tragen das lang mit, manche werden schneller los, aber dass jemand sagt, boah, Jura gibt's bestimmt auch, glaube ich schon, aber ich glaube, es ist verschwindend gering und ich behaupte auch, dass manche das vielleicht auch nicht so offen kommunizieren würden, vor allem wenn man sich jetzt nicht so nahe steht, dass man da so ehrlich drüber sprechen würde, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Meine unsortierten, ungefilterten Gedanken heute über den Fakt, für mich Fakt, dass es schon unnötig negativ ist, diese Kommentare an jeder Stelle, schon am Anfang vom Studium, schauen Sie mal links und rechts, kennt ihr vielleicht diesen Satz, werden Sie nicht mehr sehen, wenn Sie kein Prädikat schreiben, ja, dann bleibt das Taxifahren. Was gibt es gegen Taxifahren? Erstens, aber okay, ja. Es wird einem alles so schlecht geredet und ich verstehe nicht warum. Ich lasse mir schon eingehen, dieses Argument, wer später in einer sehr verantwortungsvollen Position arbeitet, wie das Volljuristen in der Regel tun, der muss auch ein Stück weit psychisch belastbar sein. Und jetzt fällt mir selber auf, dass ich oft Stück weit sage. Hat mir neulich jemand gesagt, ja, ich sage oft Stück weit, ein Stück weit. Ein Stück weit, ein Stück weit, ein Stück weit. Also ein bisschen mag es berechtigt sein, dass man sagt, die Leute müssen psychisch belastbar sein, aber mir kommt es fast so vor, als wäre die Agenda, man muss die Leute erstmal brechen. Jeder, der die Befähigung zum Richteramt haben will, muss vorher einmal psychisch gebrochen werden.
Ich übertreibe wahrscheinlich an der Stelle, aber es waren echt völlig kuriose Geschichten und ich würde es gern mehr erklären, aber ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich hoffe, ich konnte das Gefühl etwas vermitteln, was ich gerade habe. Und vielleicht hat es euch ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, es kam irgendwie rüber. So, ich glaube, damit lassen wir es für heute. Wer noch dran ist, kann gerne in die Kommentare schreiben. Irgendwas Urlaubsmäßiges. Wie wär's, wer bis jetzt durchgehalten hat, macht einen Sonnenbrillen-Emoji in die Kommentare. Wer keine Emojis machen kann, kann ja Sonnenbrille schreiben. Und dann sind die, die nicht so lange durchgehalten haben, total irritiert. Das ist super witzig. Vielen Dank für eure Zeit. Bis nächste Woche hoffentlich. Ciao.